Das Aufrechterhalten der Bewusstheit jetzt in der Bewegung. Jetzt noch einige Momente still sitzen, Stille hören, nicht sich in Gedanken verlieren. Und dann aufstehen, bewusst jeden Schritt gehen. Die Aufmerksamkeit kann in die Schritte gehen, die Bewegung der Füße. Das hält uns in der Gegenwart. Du kannst aber auch innerhalb des Gehens einfach dich selbst wissen. Das Selbstgewahrsein aufrechterhalten im Gehen. Wenn du im Selbstgewahrsein bist, ist der Wissende selbst das Objekt. Wenn du auf das Gehen achtest, gibt es ein Objekt. Der Weiß, der Erlebende, das was ins Erleben kommt, ins Subjekt. Das bist du. Das Objekt ist dieser eine Schritt. Wenn du dich selbst weißt, bist du selbst das Objekt. Dann sind Subjekt und Objekt eins. Und wenn wir wirklich da ankommen, wo wir wirklich sind, sind wir im Herzen. Und das ist ein Gefühl. Das Ich-Gefühl ist das Gefühl der Identität. Das Seinsgefühl, wenn rein ist, das ist wunderbar. Vielleicht sind wir noch nicht in einem reinen Gefühl. Aber die Bewusstheit ist immer da. Auch in vielleicht unangenehmeren Empfindungen und Gefühlen. Und dann kann man diese beobachten, sie objektivieren und einfach mit ihnen sein. Und die ganze Praxis besteht darin, diesen Kontakt zu sich selbst. In dem Moment bedeutet das zu seinem Körper, zu den Körperempfindungen, zu den Bewusstseinszuständen nicht zu verlieren. Man ist bewusst in dem, wie Körper, Geist sich jetzt gestalten, welche Form sie annehmen. Körper, Geist können schöne Formen annehmen oder auch unschöne Formen, schöne Gefühle oder unschöne. Was auch immer da ist, man weiß es und man macht nichts damit, man lässt sie da sein. Zu jeder Zeit, haben wir gehört, ist die Möglichkeit, mit einem einzigen Gedanken etwas Positives, Lichtes zu erwecken, das immer praktizieren, sich selbst Glück wünschen, möglichst glücklich sein, sich selbst Liebe schenken, ich bin liebenswert. Alle Gedanken, die dagegen sprechen wollen, fallen lassen. So können wir üben mit der Macht der Gedanken. Wenn wir bei einem Objekt bleiben, wie dem Gehen, wenn wir Gehmeditation machen, heben, das linke Bein tragen, senken. Genau in dieser Bewegung bleiben und ganz still fühlen. Man fühlt, wenn der Fuß die Erde berührt, man fühlt etwas anderes, wenn er sich hebt. Man fühlt diese Bewegung, ein rechtes Bein heben, tragen, senken. Wenn wir so praktizieren, ist die Aufmerksamkeit fokussiert auf ein einziges Objekt. Und wer Konzentration verwirklichen möchte, Einspitzigkeit übt, so. Es ist auch möglich, ein offenes Gewahrsein zu praktizieren, ohne ein bestimmtes Objekt, sondern einfach in der bewussten Wahrnehmung dessen sein, was ins Erleben kommt. Und die Aufmerksamkeit wird hingezogen, wenn wir nach draußen gehen, von der Kühle, heute. Man nimmt sie bewusst wahr, wenn die Sonne scheint, von der Wärme. Man fühlt, erlebt den Wind, der jetzt da ist. Er zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und man erlebt das alles bewusst. Man sieht die Bäume und ist bewusst im Sehen der Bäume, das Umfeld. Und auch in einem offenen Gewahrsein und besonders in einem offenen Gewahrsein fühlen wir unser Leben, unser Lebensgefühl und in dem Bewusstsein. Und die Anstrengung beruht immer darin, sich nicht den Gedanken zu verlieren, die Bewusstheit, die Gegenwärtigkeit. Tief aufnehmen, wenn wir in Gedankenwelten sind, sind wir in Traumwelten, in ausgedachten Welten. Die existieren überhaupt nicht, nur in der Vorstellung, nur in Gedanken. Bewusst werden, dass wir den größten Teil unseres Lebens nicht erleben, sondern erdenken. Was ist denn Aufwachen?
aus diesen Traumwelten aufwachen, in das reale Leben, in das jetzt geschieht. Und je mehr und öfter wir das bemerken, wenn wir uns verloren haben, können wir feststellen, das ist der Fortschritt. Und je öfter wir mit unserem Willen die Gedankenwelten zerplatzen lassen, puff, und zurückkommen ins gegenwärtige Geschehen, desto mehr wird die Kraft der Präsenz anwachsen. Die Energie geht nicht mehr in die Traumwelten, die sich gestalten, in unserer Vorstellung. Vorstellung ist gut. Es stellt sich etwas vor, deine Realität, deines einfachen Hier und Jetzt Daseins. Imaginäre Welten, Maya, sagen die Inder. Die Gedanken, die etwas in die Dinge hinein projizieren, sich etwas ausdenken, Menschen zu guten und schlechten Menschen machen, sich selbst zu gut oder schlecht machen, aber was für ein Unsinn. Lass die mal los und schau mal, wer du bist, wenn du das nicht denkst. Gute Frage, wenn man so in Gedanken verloren ist, die ganz wichtig erscheinen. Manchmal nennt man das auch Probleme oder Themen. Wer wäre ich denn ohne diese Gedanken? Und dann mal schauen, wer man ist, wenn man die Gedankengebäude zerplatzen lässt, wie Seifenblasen. Das sind nur Phänomene. Und dann bin ich. Vielleicht einen Moment erleben, natürlich. Und dann bin ich einfach. Und bin mitten in diesem Körper, Geist, im Erleben, vor allen Dingen der Gefühle, die ich selber verursacht habe. Wenn man dumme Gedanken denkt, hat man dumme Gefühle. Negative Gedanken, negative Gefühle. Ja, bin ich denn ein Narr, mich selbst unglücklich zu machen? War ein schöner Satz meiner Lehrerin Aya Kemal. Das kann einschlagen. Bin ich denn blöd? Sagen die Bayern. Hey. Aufhören damit. Wer erklärt, dass man sich solche Gedanken machen muss und soll? Man muss sich doch Sorgen machen. Sagen ja wirklich manche. Man muss doch Angst haben. Warum? Wieso? Wer sagt das? Kann man nicht mal ohne dem Leben sein? Solche Gedanken über diese Dinge so in dieser Form nennt man etwas weise nachdenken. Und das braucht dieses unmittelbare Erleben, wie es ist. Natürlich verlieren wir uns in Gedanken. Jetzt weiß ich endlich mal, dass es so ist. Was für ein Moment der Einsicht, der Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Jetzt weiß ich mal endlich, wie ich mich selber unglücklich mache, in Sorgenwelten mich begebe, in ablehnende Welten, in verurteilende Welten, in Welten der Gefühle von Selbst, von Wertlosigkeit oder was es da für Welten gibt. Das mache ich ja alles selber. Hey, und das völlig unbewusst. Und dann kommt jemand, der sagt, du selbst bist der Schöpfer der Welt, in der du lebst. Und das hört sich so großmächtig an. Das ist doch ganz einfach. Natürlich, kann doch jeder erfahren. Es ist doch meine Schöpfung der relativen Welt, die sich in mir gestaltet. Wenn wir hier 40 Leute sind, lebt jeder in seiner relativen Welt. Je nachdem, welche Energien und Gedanken und Gefühle da sind. Das sind die Welten, die entstehen in diesem Körpergeist. Keine davon ist absolut wahr. Alle sind relativ. Sie kommen und gehen, sie verändern sich. Das nennt man Anicca, Veränderung, eine Wandelwelt. Nicht da draußen, da auch. Aber vor allen Dingen in einem selber verändert sich doch etwas. Und alles so unbewusst, so verdammt unbewusst. Für die meisten Menschen. Situationen erwecken, Reaktionen, Welten entstehen in uns. Man hat keine Macht, man kommt nicht aus. Ab heute ist damit Schluss. Ab heute beobachten wir all das, was da vor sich geht, unsere Reaktionen, unsere Gedanken, wie dieses Samsara, wie man sagt, die samsarischen Welten entstehen und vergehen. Und man lernt und lernt und lernt. Man lernt zu unterscheiden, was lebenswert ist und was nicht. Und dann trifft man Wahlen. Aber diese Willenskraft, Wahlen treffen zu können, auch die muss erst entstehen. Manchmal kommt man nicht raus aus diesen Gedanken, Gefühlswelten. Ist das wahr? Wenn etwas ganz Schwieriges ist, vor allen Dingen. Manchmal möchte man überhaupt nicht rauskommen, weil alles so schön ist. All das ab heute immer beobachten. Dieses Zurücktreten von sich selbst. Ja, und Beobachter sein, das ist doch das Herz der Meditation, man nennt das Achtsamkeit, oder eben Gewahrsein. Gewahrsein ist deshalb ein schönes Wort,
weil dieses Gewahrsein etwas ausdrückt, dass man mit dem, was man beobachtet, einfach nichts macht, sondern der Dinge nur gewahr ist. Man reagiert eben nicht auf Bewusstseinszustände, man lässt sie so sein, man lehnt sie nicht ab, man hält sie nicht fest. Das ist die Essenz immer wieder. Und wenn wir in unserer Zeit hier das nicht vergessen, weder in diesem Leben heute noch morgen, nächsten Leben und so weiter, uns immer wieder zurückbesinnen auf diese Essenz der Praxis, dann werden wir gewinnen. Wenn man das in irgendeiner Phase vergisst, weil man vielleicht glaubt, man ist jetzt schon fortgeschritten, man müsste Gedanken nicht mehr etikettieren, nicht mehr benennen und nicht mehr aufpassen auf Gefühlszustände und sich einfach treiben lassen, es ist ja schon etwas schöner vielleicht geworden in einem selber, dann verliert man. Das heißt, die Willenskraft braucht die Erkenntniskraft dazu, das ist die Praxis, das ist die einzige wirkliche Anstrengung. Und man kann negative Gedanken fallen lassen, man kann positive, heilsame Gedanken, wie man sagt, erwecken. Und schon gestaltet sich mehr und mehr die Welt nach unserem Sinn. Und was ist unser Sinn? Wie wollen wir die Welt gestalten? Soll sie nicht friedfertig sein, liebevoll, mitfühlend, verständnisvoll? Wollen wir die Welt nicht mal endlich verstehen, dieses Universum? Und dann sich bewusst machen, es kommt darauf an, das eigene Universum zu verstehen. Denn das bist du, dein Körper und Geist ist das Universum. Das Erkennen, Verstehen, das Gesetz von Ursache und Wirkung verstehen. Was bedeutet denn das eigentlich, Ursache, Wirkung? Ja, Gedanken haben Folgen. Welten entstehen, das sind karmische Welten, die bedingt entstehen durch deine Gedanken. Und wenn in unserer Gewohnheit ist, negative Gedanken zu denken, ja, dann entstehen diese Welten. Ja, dann haben wir vielleicht wirklich mal einen Einsatzpunkt, vor ein bisschen schwierig, wenn man in der Vergangenheit viele dumme Dinge gemacht haben, viele Konditionierungen erweckt haben, die unschöne Gefühle und Gedanken erwecken, naja, dann wissen wir, was Läuterung bedeutet. Und da müssen wir uns eben dem Zeug zuwenden, das wir angesammelt haben, und es auflösen. Wie macht man das? Na, wenn etwas hochkommt, dann hinschauen, die Gedanken, Gefühle erkennen, aber mit Weisheit erkennen. Ja, und dann kommt so ein großes Thema letztendlich. Gerade Ursache und Wirkung ist sehr häufig verbunden mit Schuld und Sühne. Ne? Ich bin schuld, dass ich so und so bin, oder andere sind schuld, dass ich so und so geworden bin. Meine Vergangenheit, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Vieles hat sich angesammelt. Und die Lehre des Buddha erklärt die Ursachen der Leidensentstehung in der zweiten edlen Wahrheit. Das erste Glied ist durch Unwissenheit bedingt. Durch Unwissenheit bedingt entstehen diese Welten, Leidenswelten. Da ist keine Schuld, da ist eine Unwissenheit, Unbewusstheit. Wir Menschen werden von unseren natürlichen Trieben gesteuert. Und die Haupttriebe sind die Selbstbehauptung, die Aggression und die Begierde. Wenn wir von diesen Dingen gesteuert werden, wenn sie von uns Besitz ergreifen, dann tun, denken, sprechen, tun wir das, was aus der Aggression kommt, aus der Begierde kommt. Und das hat Folgen. Es hat vor allen Dingen die Folge, dass es eine Konditionierung wird, eine Angewohnheit im Denken, Sprechen, Handeln. Wir haben ja alle Erziehungen genossen, viel gelernt in diesem Leben. Nicht alles ist so gut. Viele Angewohnheiten sind nicht so gut, haben unheilsame Folgen, zerstörerische Folgen für uns selbst, für andere. Ja, jetzt sind wir so richtig im Bereich, was man nennt so Sila-Praxis, Tugendpraxis. Aber in Wahrheit ist das diese Läuterungspraxis, Reinigungspraxis, wo man solche Konditionierungen auflöst, sodass sie uns nicht mehr bestimmen können. Und die kann man nur auflösen, indem man sie erkennt, indem man sie wahrnimmt als erstes. Und dann keine Schuld sich gibt oder anderen gibt, sondern nur jetzt sind die eben da. Und dann die Gedanken, Worte, Handlungen lernen, fallen zu lassen, die Gefühle fühlen, Raum geben, die uns gewöhnlich bewegen, die uns zu veranlassen, zu agieren oder zu reagieren. Und dann löst sich etwas auf. Manchmal kann man das nicht so einfach.
Manchmal muss man sehr viel Weisheit entwickeln, eine weise Betrachtungsweise entwickeln, die dazu führt, dass Mitgefühl entsteht. Das werden wir noch natürlich etwas tiefer besprechen, aber wir brauchen jetzt schon Anhaltspunkte für die Praxis hier und jetzt. Also wo immer wir hier in diesem Ort sind, zu welcher Tageszeit auch immer, in Kontakt bleiben mit sich selbst, aufpassen, was hochkommt, an Gedanken, an Gefühlen, an Bewusstseinszuständen, nicht davonlaufen, sich ihnen zuwenden, sie erkennen, benennen. Und dann verlieren alle Bewusstseinszustände die Macht über uns. Sie bestimmen uns nicht mehr. Wir sind Beobachter, wir sind in dem Moment frei. Und sei es nur ein kleiner Moment. Und dann können wir das praktizieren, was in der Essenz immer heißt, Gefühle fühlen, die dürfen da seinen Raum geben. Die Gedanken Nahrung fallen lassen. Und die weitere Praxis ist, Gedanken einsetzen, die etwas Heilsames erwecken. Setzen von Gedanken. Liebende Güte, Meditation, wohlwollende Gedanken denken, zuversichtliche Gedanken denken, vertrauensvolle Gedanken denken, mitfühlende Gedanken denken, freudvolle Gedanken denken. Und all das immer so beobachten. Und auch schauen, ob das auch funktioniert. Es funktioniert ja nicht immer. Manchmal sind solche Gedankenkonstrukte und Bewusstseinszustände so massiv, da kann man noch so viele andere Gedanken einsetzen, die gehen einfach nicht, ne? Naja, und da muss man sie akzeptieren. Und genau das ist diese Liebe. Du darfst da sein. Wenn also im Laufe dieser Tage aufkommt Langeweile, wird der gewöhnliche Geist erklären, du musst was machen, was dich interessiert, und dann geht man in irgendwelche Sinnen Kontakte vielleicht. Der weise Geist erklärt, was habe ich gehört? Langeweile, du darfst da sein. Fühl dieses Gefühl der Langeweile. Oder des Niedergedrücktseins. Gefühle der Vertrauenlosigkeit. Gefühle von Selbstzweifel. Gefühle von Unruhe. Sorgengefühle, Angstgefühle. Aversive Gefühle. Du darfst da sein, das ist Liebe. Die sind ja jetzt da. Und durch dieses Du darfst da sein gehen auch diese ernährenden Gefühle schon weg, aber auch selber feststellen. Und dann diese Alchemie, boah, wenn man die mal wirklich erlebt, wie sich so ein Bewusstseinszustand einfach pulverisiert, auflöst. Und dann erscheint plötzlich etwas ganz anderes. Boah, was für ein Ereignis. Wenn man das einmal erlebt und auch bewusst erkennt, dann weiß man den ganzen Weg der Erläuterung. Aber solange man nur darüber liest oder nachdenkt, no way. Man muss es unmittelbar erleben und erkennen. Und daher braucht es die Kraft der Gegenwärtigkeit, die uns eben in der Gegenwart hält, im Erleben dessen und Erkennen dessen, was jetzt geschieht. Jetzt wollen wir aufstehen, nicht weiter darüber nachdenken, sondern in einem stillen, bewussten Kontakt bleiben mit uns selbst und nie vergessen, alles lieben, was hochkommt. Und lieben bedeutet nichts ablehnen, nichts festhalten.